Friedensnoten. 48 Musiker treffen sich und improvisieren zusammen für den Frieden in der Welt. Innerer Frieden als Voraussetzung für einen Weltfrieden. Sie suchen ihn, drücken ihn in ihren Tönen aus. Sie bilden eine Gemeinschaft bei aller Verschiedenartigkeit. Es ist ein Zeichen. Lange Töne für den Frieden heißt Markus Stockhausens künstlerisches Engagement, das er bereits in vielen Städten mit hunderten Musikern ins Leben gerufen hat. Die Vision des Trompetensolisten und Komponisten ist: Bilden wir alle eine strahlende Licht, Liebe, Frieden, Corona um die Erde, die die Wahrheit ans Licht bringt, alle Spaltung überwindet und die Herzen der Menschen eint. Ich wünsche uns allen Respekt füreinander, ein herzliches Mitempfinden und gute Gesundheit. Das Ziel: die friedliche Koexistenz aller Menschen im Einklang mit der Natur und allen Lebewesen. Hören Sie seine Friedensnote, gesprochen von Jens Fischer-Rodrian. Eine alte Welt geht zu Ende. Die Welt, die wir so gut kennen. Die Welt der Falschheit, der Lüge, des Betrugs, der Gier, der Machtkämpfe und der Kriege, des Landraubs und der Ausbeutung, der Feindseligkeiten und der Ausgrenzung, der Welt allen niederträchtigen menschlichen Gebarens. Noch einmal bäumt sie sich mit ihrer Fratze auf. Eine neue Welt entsteht. Sie ist so gut vorstellbar, zum Greifen nahe. Millionen Menschen sehnen sich nach ihr. Der neue Mensch ist frei, offen, bereit, beweglich. Er weiß, wer er ist, hat keine Zweifel über sein Sein, ist angebunden an die innere Quelle des Lebens. Die Quelle, namenlos, sich in allem Erscheinen, Bestehenden und Vergehenden offenbarend, die Quelle unendlicher Güte, Liebe und Weisheit, Intelligenz und Allmacht. Die Vision ist klar. Eine friedliche, geeinte Menschheit, die bei aller Verschiedenheit gleichermaßen für das Wohl aller sorgt, auch der Tiere und für Mutter Erde. Eine innere Ordnung lässt die Menschen ihre Umgebung harmonisch gestalten. Sie sorgen für ihre Gesundheit und gesundes Leben überall. Alles Leben wird bestmöglich gefördert. Alle Probleme, Streitigkeiten werden gemeinsam gelöst, geduldig, gewaltfrei, respektvoll und wohlwollend, verzeihend und großzügig in der Grundhaltung. Das Feld all derer, die sich für diese neue Welt entscheiden, wird täglich größer und es kann, ja wird, die Zukunft der Menschheit sein. Ein Paradigmenwechsel, eine neue Erde, eine neue Menschheit. Vielleicht dauert es noch einige Jahrhunderte, bis sich dies verwirklicht, aber es kommt. Sei dabei, sei du der Wandel, den du dir in der Welt ersehnst. Werde dir bewusst, was sich in dir verändern muss, damit diese neue Welt entsteht. Wir alle tragen gleichermaßen die Verantwortung. Kleine Schritte im Täglichen, kleine Siege mit großer Wirkung aufs Ganze gesehen, denn alles ist verbunden. Frieden und Gerechtigkeit, Freundschaft und Fröhlichkeit auf Erden.